In den 60ern galt Beirut als Metropole des Nachtlebens. Ihren damals erworbenen Ruf hat die Stadt trotz des blutigen Bürgerkriegs nicht verloren. Beiruter sind lebensfroh und feiern gerne. Und gerade diese Lebenslust ist das Besondere an Beirut. Als ob Unsicherheit und der drohende Ausbruch neuer Konflikte die Libanesen dazu drängten, ihr Leben Tag und Nacht auszukosten. Heute führe ich sie durch die Beiruter Nacht. Ich habe die Ehre, vom Herrscher von Nowherestan empfangen zu werden. Michel Eleftheriades, eine schillernde Persönlichkeit des Beiruter Nachtlebens, hat mich in sein Reich eingeladen. Im Kabarett Comedy Night praktizieren Mario und seine Freunde Stand-up-Comedy auf libanesische Art. Sie zeigen mir, worüber man in Beirut lacht. Und zuletzt helfe ich dem König der Beiruter Autoeinparker, die Flitzer der Gäste der Skybar einzuparken, bevor ich im angesagtesten Club der Stadt die Tanzfläche stürme. Doch bevor ich mich ins Nachtleben stürze, genieße ich den Sonnenuntergang über den Ruinen von Baalbek, Zeugen der Größe und des Wohlstands dieses Landstrichs in der Antike. Hier finden sich aber auch Anklänge an ein weiteres goldenes Zeitalter des Libanon, die 60er Jahre. Auf dem Festival von Baalbek sind die größten Stars aufgetreten. Von Ella Fitzgerald über Sting, Karajan, Miles Davis bis Placido Domingo. Gebucht wurden sie von Mai Arida, von Anfang an Leiterin des Festivals. Sie kümmern sich ja schon lange um das Festival. 55 Jahre. Was war denn das erste große Ereignis, das Sie in Baalbek veranstaltet haben? Rostropowitsch mit dem Leipziger Gewandhausorchester. Unter Leitung von Kurt Masur. Das war großartig. Auch von Karajan. Jean Cocteau war da. Er inszenierte Höllenmaschine, nicht? Ja, mit Jean Moreau. Alle 4.500 Plätze waren besetzt. Denn wir waren das einzige Festival im Nahen Osten. Erinnern Sie sich an hübsche Anekdoten? Da gibt es viele. Welche wollen Sie hören? Eine von Rostropowitsch. Er musste hier sicher einiges Aufregendes mitmachen. Nichts Großartiges, aber es hat mir Spaß gemacht. Also zum Beispiel, sein Flugzeug landete erst um 16:30 und die Probe war für 17:30 angesetzt. Wie ihn rechtzeitig herbringen? Es gab nur einen Hubschrauber. Also bin ich zum obersten General der Armee. Sie sehen unglücklich aus, was ist los? Darauf ich, wie bringe ich Rostropowitsch her? Er meinte, wir geben Ihnen einen Hubschrauber. Ich bin ihm um den Hals gefallen. Am Flughafen dann wollte ich Rostropowitsch sein Violoncello abnehmen. Doch er, mein Baby, niemals. Unterwegs sagte er, höre ich das Signal eines Militärautos, spiele ich nicht. Höre ich ein Motorrad, spiele ich nicht. Aber höre ich einen Hund bellen, spiele ich. Und ich? Na, großartig. Warum ausgerechnet Baalbek? Weil Baalbek ein absolut magischer Ort ist. Hier ist die beste Akustik unter freiem Himmel. Beteiligt sich der Staat noch so wie damals, als das Festival entstand? Nein, überhaupt nicht. Leider zahlen wir 42,5% Steuern. Was uns der Staat mit der linken Hand gibt, nimmt er uns mit der rechten wieder. Entsetzlich. Wow.
Es gibt mittlerweile so viele hochrangige Festivals. Wie sollen die sich alle rentieren? Und Baalbek liegt 2 Stunden von Beirut entfernt. Kann man sagen, dass Kunst, Konzerte und so weiter vom libanesischen Staat stiefmütterlich behandelt werden? Sicher, von Anfang an. Um La Traviata aufzuführen, brauchten wir einen großen Sponsor. Jemanden, der Opern und Klassik liebt. Also wurde die klassische Musik allmählich ersetzt von der Popmusik. Das Festival ist aber doch heute beliebter als früher. Denn da kamen ja vor allem Leute von Welt, die High Society. Überhaupt nicht. Zum Ballett kamen alle möglichen Leute. Es kommt auf die Vorstellung an. Natürlich. Ich habe gehört, Sie träumen davon, Daniel Barenboim mit seinem israelisch-palästinensischen Orchester hier spielen zu lassen. Er tritt ja mit seinen jungen, ganz außergewöhnlichen Musikern weltweit auf. Sie waren schon überall auf der Welt, aber wir können sie nicht herholen. Ist das nicht möglich? Zu früh? Ich habe alles versucht. Glauben Sie, eines Tages ist das möglich? Wenn zwischen Palästinensern und Israelis Frieden herrscht. Die Nächte Beiruts sind zwar nicht so majestätisch wie die Ruinen von Baalbek, aber sie haben ihren eigenen Kaiser. Er hat mich heute Abend in sein Reich eingeladen und seine Leibgarde samt Chauffeur und gepanzerter Limousine geschickt, um mich abzuholen. Michel Eleftheriades ist in Beirut bekannt wie ein bunter Hund. Nicht nur als Musikproduzent und Besitzer der renommierten Music Hall, sondern weil diese schillernde Persönlichkeit einen eigenen Staat gegründet und sich selbst zu dessen Herrscher ernannt hat. Was hast du da ins Leben gerufen? Einen Staat oder was genau? Es ist ein politisches, soziologisches, kulturelles und wirtschaftliches Projekt. Und ich bin der Kaiser von Nowheristan. Seit wann gibt es das Land? Schon seit 6 Jahren. Wie groß ist es? Wo liegt es? Auf der ganzen Welt. Denn Nowheristan ist der erste Schritt hin zu Everywheristan. Jetzt sind wir also nirgendwo Land, später überall Land. Es ist sehr gewachsen. Wir haben weltweit schon über 150.000 Staatsangehörige und täglich werden es mehr. Unsere Ideologie hat zum Ziel, alle Regierungen zu stürzen und sie durch die Nowheristanische Ideologie zu ersetzen. Ich bin jetzt fast 10 Tage in Beirut und sage mir, das ist eine typisch Beiruter Idee. Um sowas zu erfinden, muss man Libanese sein. Erst dachte ich, das sei ein Witz. Es ist ein sehr ernstes Projekt, das nicht unbedingt sehr ernst präsentiert wird. Das war deine Idee? Ja. You can ignore me. You can laugh at me. You can fight me. But I will win! Du siehst dich aber als Künstler, oder? Schon. Wenn ich mir erlauben darf, Sie zu duzen, Hoheit. Duzen und Hoheit, das gleicht sich aus. Das hier ist die kleine Folterkammer. Wieso brauchst du eine Folterkammer? Weil ich gefoltert wurde, dachte ich... Wie kam es dazu? Ich wurde als 15-Jähriger festgenommen, weil ich Traktate von Karl Marx in einer Region verteilte, in der es rechtsextreme Christenmilizen gab. Ich dachte, es würde helfen, diese Erinnerung auszutreiben. Ein elektrischer Stuhl? Den habe ich selbst gebaut. Du selbst? Alles Handarbeit. Er funktioniert. Mit 40, 60, 70 Volt und 220 für ganz üble Bösewichte. Ist das schwarzer Humor?
Wir sind im Libanon, das muss man nutzen. Könntest du jemanden foltern? Nicht selbst, ich kann es delegieren. Das sind Goldhammel. Machst du die? Ja, manche sind mit 24 karätigem Gold belegt. Was fasziniert dich daran? Ich mag keine Hammel. Die haben keine gute Mentalität. Ich mag lieber Wölfe. Begeben wir uns zu Tisch? Sehr gerne. Ich zeige Ihnen, was der Koch für uns bereitet hat. Ich gehe mich umkleiden. Ich ziehe eine Art osmanischen Kaftan an. Das ist viel angenehmer bei Tisch. Okay, bis gleich. Meine Hofkapelle. Deine Kapelle. Ja. Der Imperial Marching Band! Gönnst du dir vor jedem Diner eine kleine Fanfare? Ja, manchmal auch zum Wecken. Damit fängt der Tag gleich besser an. Es bringt mir Ideen. Sie sind wohl ein kleiner Patriot. Wer intolerant gegenüber Militärmusik ist, geht mir besser aus dem Weg. Aber es gibt auch unerträgliche Hymnen. Ja, vor allem die ukrainische. Ich hätte auch eine andere nennen können. Die Marseillaise ist auch nicht sehr schön. Die russische Nationalhymne hingegen ist ein musikalisches Kleinod. Weil du keine Nachtclubs magst, hast du nach einer Alternative gesucht. Genau. Als Antwort auf die ganzen Clubs wollte ich einen Veranstaltungsort aufziehen, der eine Fusion zwischen Theater, Festivals und einem sogenannten Club ist. Ich dachte, man kann sich auch amüsieren, indem man etwas Kulturelles anschaut und anhört. Das ist der einzige Ort der Welt, wo abends 16, 17, 18 Bands auftreten. Jede spielt 10 Minuten lang, dann Vorhang runter und Szenenwechsel. Sie wählen ihre 2, 3 besten Songs aus, kommen auf die Bühne, hauen in 10 Minuten alles raus und gehen wieder. Wir hatten auch Konzerte mit berühmten Stars. Es läuft offensichtlich gut. Sehr gut, seit fast 9 Jahren. Gar nicht, wen ich heute Abend getroffen habe. Den Kaiser, den Musikproduzenten oder beide? Sagen wir beide. Bei dir weiß man nie, ob du es ernst meinst. Mir ist alles ernst, aber manchmal erscheint das Ernste unernst. Ich überlasse dir das Schlusswort. Es lebe Nowaristan, es lebe sein Kaiser und es leben seine Gäste. Muss ich dir zum Abschied die Hand küssen? Das muss nicht sein, ein anderes Mal vielleicht. Das machst du sehr gut. Ein Mann von Welt. Adel verpflichtet. Genau. Bis bald, danke. Bis bald, gute Fahrt. Michels schwarzer Humor hat mich nachdenklich gestimmt. Was ist eigentlich libanesischer Humor? Worüber lacht man in einem Land mit permanent explosiver politischer Situation? In Beirut, so bekam ich zur Antwort, kann man über alles lachen. Und am besten tut man das im Comedy Night. Gründer dieses Kabaretts ist der bekannte Comedian Mario Basile. Action!
Kannst du mir den libanesischen Humor vermitteln, Mario? Sicher. Es gibt drei Tabus, die zum Lachen bringen: Religion, Sex und Politik. Ich versuche, Politik mit Sex zu kombinieren. Da gibt es ja eine Ähnlichkeit. Jeder fickt jeden und so. Ich habe was gegen Religionen, gegen Parteien, gegen Fanatismen. Aber bei Comedy Night gibt's noch andere Akteure. Dann besuchen wir die doch mal. Stellst du sie mir vor? Gehen wir hinter die Kulissen. Hier ziehen wir uns um. Es ist Tony, eins der größten Talente im Nahen Osten. Tatjana, die hübsche Tatjana. Junaid, ein neues, sehr gutes Talent in seinem zweiten Jahr. Wer kommt zu euren Shows? Es leben nur wenige Menschen im Libanon, also müssen wir mit unserer Show möglichst alle anziehen. Also was Populäres? Wir brauchen geistreiche und sexy Anteile, Lieder, Unterhaltung. Das alles packen wir in 2 Stunden, um die Gesellschaft und die politischen Ansichten im Libanon zu spiegeln. Die Politik ist hier ja ein wahrer Hexenkessel. Man meint, alles explodiert jeden Moment. Ich frage mich, wo sind für euch die Grenzen? Es gibt Persönlichkeiten, die man im Theater nicht mal erwähnen darf. Zum Beispiel den Präsidenten. Da heißt es Niet. Beim Amtierenden, ja. Und die Religionsführer. Die lässt man aus? So steht es im Gesetz. Im Gesetz? Was besagt es genau? Man darf nicht sagen, dass es keine Justiz gibt. Es gibt also eine offizielle Zensur. Ja. Das ist ein libanesischer Politiker. Ein Minister der Hisbollah. Er gleicht ihm sehr. Er wirkt, als würde er die ganze Zeit weinen. Und alle wissen, wer gemeint ist. Ja. In meinem Theater streife ich immer knapp an der roten Linie vorbei. Und du als Frau unter all diesen Jungs? Ich imitiere die Sängerin Rihanna mit Tony als Eminem. Und ich habe meinen Solo-Auftritt. Da rede ich über die Unterschiede zwischen libanesischen und europäischen Mädchen. مثلاً البنت الأوروبية بتشتغل كل السنة لتعمل شيء انتريسان تسافر شهر فاكانس مثلاً أما البنت اللبنانية فبتصرف كل مصرياتها على اللوك لتقول للعالم لوك أنا شو لابسة جوتشي برادا لوي فيتون روبرتو كافالي Gibt es denn in Beirut eine Art Comedy-Szene? Und habt ihr Auftrittsorte, wie in Paris? So was gibt's nicht. Keine Kleinkunsttheater. Wir sind die Pioniere der Stand-up-Comedy im Libanon. Und nicht alle können mit Stand-up was anfangen. Ich rede vom libanesischen Publikum. Jemanden, der allein auf der Bühne steht, mehr als eine halbe Stunde zuzuhören, das läuft hier nicht. Geht es in eurer kleinen Truppe denn demokratisch zu? Oder ist er der Leader? Er ist der Leader. Und wir folgen ihm. Ich betrachte mich als Sohn der Erde. Ich bin Humanist. Die Natur, die Liebe. Doch, wirklich. Ich glaub dir.
Wirklich? Das ist eine Parodie. Ich glaube an die Liebe, die Natur. Seit meiner Ankunft in der libanesischen Hauptstadt fiel mir immer wieder ein wichtiger Protagonist im Leben der Beiruter auf. Der Voiturier. Man findet ihn überall. Vor Cafés, Supermärkten, Restaurants, Apotheken und natürlich vor den Clubs. Um Einblick in dieses hier allgegenwärtige Gewerbe zu gewinnen, habe ich mich mit Abu Brahim verabredet. Er hat das größte Parkservice-Unternehmen der Stadt gegründet. Wir treffen uns auf dem Parkplatz der Sky Bar, einem der angesagtesten Beiruter Nachtclubs. Wie hast du angefangen und wie wurde daraus ein großes Ding? Mit 15 Jahren legte ich Kartons als Sonnenschutz auf die Windschutzscheiben der Autos. Damals hatte ich ein Ziel. Jedes Mal, wenn ich zur Schule ging, habe ich mir gesagt, du musst was aus deinem Leben machen. Bevor McDonald's aufmachte, habe ich ein Grundstück direkt nebenan gemietet und abgesperrt. So waren sie gezwungen, mit mir zu verhandeln. Sie hatten keine Wahl. Und so wurde mein Unternehmen der erste Parkservice für McDonald's. Bestimmt auf der ganzen Welt. Der erste. Das gibt's doch nicht. Morgen werden hier 12.000 Leute zu David Guetta kommen. Also etwa 4.000 Autos. Nur zu David Guetta. Kennen die Kunden dich persönlich? Natürlich. Morgen zum Beispiel steht halb Beirut hier auf der Matte. Dann heißt es, Abu Brahim, wo soll ich parken? Für mich? Wie nett. Das gefällt mir. Sieh's mal an, dann kannst du mitarbeiten. Probier's mal. Ich parke aber nur schöne Autos ein. Den hier für ihn? Hallo Mario. Wie du siehst, integriere ich mich. Hübsches Outfit. Ich passe schon auf. Wo sind die Pedale? Du kannst nicht fahren. Nein. Wirklich, ich schwör's. Die Skybar ist ein Club unter freiem Himmel mit weltweitem Renommee. Ich will erfahren, wie der Club entstand und besuche den Inhaber und Gründer, den Mann, der Beirut zum Tanzen bringt, Jafik El Khazen. Was war dir 2006 passiert? Ich habe 2 Tage vor dem Krieg eröffnet. 2 Tage vor dem Krieg? Ich musste sofort wieder schließen. Überall schlugen Granaten ein. Also hattest du 32 Tage zu? Nein, den ganzen Sommer über. Ich wollte die Skybar nicht mit dem Krieg in Zusammenhang bringen. Das heißt, du hast eigentlich erst 2007 eröffnet? 2007. Und das war eine große Party? Ja. Die Leute waren irgendwie stolz auf uns. Denn die Skybar hat Beirut wieder zurück auf die internationale Partykarte gebracht. Das empfinde ich als Ehre. Und die Beiruter Nacht? Kannst du mir den Unterschied nennen zwischen den Beiruter Nächten und denen von Paris oder Ibiza? Es gibt eigentlich nichts Untypisches. Es ist überall gleich. Die Leute machen gern Party. In Städten, in denen man gerne feiert, ist immer was los. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass die Libanesen nichts im Voraus planen. Sobald sie zu etwas Lust haben, gehen sie dieser Lust nach. Sofort.
Woher kommt diese Art, von heute auf morgen zu leben? Durch die Unsicherheit. Sie steckt mittlerweile in allen, die in diesem Land leben. Mit dem Ende der Nacht endet auch mein Besuch im Libanon. Ich breche auf zu einem nächsten Halt in einer anderen Metropole der Welt. Ab Montag heißt es, nächster Halt Johannesburg. Und gleich erkunden wir die große, weite digitale Welt. Wie prägen die digitalen Medien die Lebenswelten der jungen Generation? Xenius will's wissen.